Hallo, willkommen zur nächsten Episode vom Dominion Grundkurs. Heute möchte ich mit euch über Silber und Gold reden. Die beiden Basis-Geldkarten, die mehr wert sind als Kupfer, dürften jedem auf jeden Fall ein Begriff sein, der schon einmal eine Runde Dominion gespielt hat. Und ja, was ist das Besondere an ihnen? Beziehungsweise, naja, allzu besonders sind sie ja nicht, denn sie sind in jedem Spiel vorhanden. Und das ist aber auch schon ein wichtiger Teil. Sie sind wirklich immer da. Das ist wichtig fürs Dominion. Gefüge für das Spielprinzip, denn sie geben immer eine Möglichkeit, dass man überhaupt auf die Provinz kommen kann. Es gibt sonst, nämlich würde es möglich sein, dass es nicht möglich ist, auf 8 zu kommen mit den Aktionskarten, die ausliegen, ohne Silber und Gold. Teilweise ist es schon schwer, auf 5 zu kommen, wenn wir nur unsere Anfangskupferkarten haben und sonst kein Silber und Gold, oder erstmal sagen wir mal Silber. Dann schaffen wir es meistens nur auf 4 oder 3. Mit ganz viel Glück schafft man mal 5. Und da wir uns auf das Glück oft nicht verlassen können, ist Silber dafür eine sehr nützliche Karte, um anfangs auf 5 oder 6 zu kommen. Die ersten paar Silber oder das erste und das zweite Silber sind dafür sehr gut und man könnte theoretisch, wenn man unbedingt 5 haben will, um zum Beispiel die Werft hier zu kaufen oder das Laboratorium, starke Karten, könnte man mit 2 Silbern fast jedes Mal anfangen, außer man hat schon direkt 5 am Anfang in seinem Start. Worin sind Silber und Gold aber nicht so gut? Naja, sie sind Karten, die im Prinzip dir nichts außer Geld bringen. Sie kosten zwar keine Aktion und das ist auch sehr wichtig, denn manchmal sind die Aktionskarten im Königreich auch alle terminierende Aktionen. Das hatten wir im letzten Thema. Und wenn es nun keine Geldkarten, die keine Aktionskarten gäbe, zu kaufen gäbe, dann hätte man Probleme, überhaupt auf 8 zu kommen. Sie machen aber auch leider nichts anderes und sie kosten eine Karte auf der Hand. Und mit nur Silber im Deck ist es doch relativ schwer, trotz allem auf 8 zu kommen, denn man müsste schon 4 Silber auf seinen anfangs 5 Karten ziehen. Wenn man dann ein bisschen grüne Karten dabei hat oder ein paar andere Sachen, noch Kupfer übrig hat, dann ist es schon mal nur mit Silber erstmal relativ schwer, auf 8 zu kommen. Da kommt Gold ins Spiel natürlich. Gold macht es deutlich leichter, auf 8 zu kommen. Man bräuchte jetzt nur noch 2 Gold und 1 Silber zum Beispiel oder 2 Gold und 2 Kupfer. Aber Gold ist sehr teuer, kostet 6 Münzen und einen Kauf kostet es natürlich auch, wenn man diesen Kauf mit einrechnet. Und das alles, was es macht, ist es im Prinzip, es wäre eine Aktionskarte, da worauf die plus eine Aktion plus 3 Münzen. Und wenn man so die anderen Aktionskarten vergleicht, die so 6 kosten oder 5 kosten, dann kommen die einem doch häufig deutlich stärker als plus eine Aktion plus 3 Münzen vor. Das liegt daran, dass Gold und Silber keine Karten ziehen. Sie sind einfach im Prinzip bis darauf, dass man sie am Ende auch ausspielen kann, tote Karten für euer Deck. Und es wird unglaublich schwer, mit nur Silber- und Goldkarten auf Züge zu kommen, wo man am Ende mehr als eine Karte kauft, mehr als eine Provinz kauft, eventuell 2 oder 3 Provinzen in einem Zug kaufen. Und genau das ist bei Dominion aber das, was relativ stark ist. Das kann man eventuell zwar erreichen, wenn man andere Karten einbaut, die einem Pluskarten und Pluskauf geben, was nämlich genau das ausgleicht, wie zum Beispiel die Werft, die sehr stark ist. Wenn ihr jetzt aber keine Werft und keine großen Kartenzieher im Spiel habt, ist es schwer, nur mit Silber und Gold auf Züge zu kommen, die mehrere Karten in einem Zug kaufen, verschiedene Sachen machen, noch angreifen, noch euch mehrere Käufe generieren, Karten entsorgen. Deshalb, ja, passt auf, dass ihr nicht zu viel Silber und Gold kauft und schaut euch an, ob es vielleicht andere Alternativen gibt. Karten, die sich selbst ersetzen, wie zum Beispiel das Dorf, die euch Aktionen gibt für andere Karten, wie zum Beispiel die Elster, die allerdings auch sehr gut mit Geldkarten funktioniert. Hier ist es wieder eine interessante Sache. So, was aber ganz gut ist bei Silber und Gold, ist, wenn man sie bekommt, ohne sie zu bezahlen, vor allem bei Gold. Wie ich schon gesagt habe, Gold ist an sich ziemlich gut, um auf eine Provinz zu kommen. Wenn dein Ziel ist, in diesem Königreich, wenn es dein Ziel wäre, eine Provinz pro Zug zu kaufen und nicht mehr, aber hoffentlich auch nicht viel weniger, dann ist Gold zwar gut, aber sehr teuer. Da helfen euch teilweise Aktionskarten, die Gold nehmen können. Direkt zum Beispiel die Banditen. Sagt hier, nimm dir ein Gold und dann kann man noch von den anderen Spielern eventuell Gold entsorgen. Oder Silber. Oder der Abbruch kann man eine Handkarte entsorgen und wenn sie mehr als 1 kostet, nimmt man sich eine Karte, die weniger kostet und ein Gold. Auf diese Art und Weise an Gold zu kommen, ist ziemlich gut.
muss aber auch immer gucken, was macht die Karte sonst noch. Zum Beispiel der Bürokrat gibt einem Silber geschenkt, aber das Silber kommt an eine ungünstige Stelle auf den Nachziehstapel. An sich nicht so toll, weil die nächste Hand dann auf jeden Fall schon mal eine tote Karte hat. Außer man kann sie natürlich sofort ziehen. Und der Angriff ist jetzt auch nicht so stark, den es macht. Also man hat eventuell dem Gegner eine Punktekarte zurückgelegt. Kann schon nervig sein, aber ist jetzt nicht der stärkste Angriff. Im Gegensatz dazu das Amulett. Da kann man sich auch kostenlos Silber mitnehmen, aber sie macht auch andere starke Sachen. Zum Beispiel, es kann genutzt werden zum Entsorgen oder noch plus eine Münze zu bekommen, wenn man gerade nichts entsorgen möchte. Wenn das Amulett im Spiel ist, ist es fast immer besser, nie selbst Silber zu kaufen, sondern immer nur sein Silber vom Amulett zu nehmen. So, manchmal kommt man aber nicht drum rum, Gold zu kaufen. Und das wird manchmal auch durch Aktionskarten bestätigt, zum Beispiel das Feldlager. Das sagt plus zwei Karten plus zwei Aktionen, was schon mal richtig stark ist, wenn man sich überlegt, dass das nur zwei Gold kostet, zwei Münzen kostet. Dann muss man aber ein Gold- oder Diebesgut aufdecken. Ansonsten müsste man das Feldlager zurücklegen am Ende seines Zuges. Und man hat es sozusagen nur einmal nutzen können. Ja, also zusammengefasst, Silber ist ziemlich gut am Anfang, um auf 5 zu kommen, wenn das etwas ist, was man sehr schnell machen möchte. Könnte aber auch sein, dass andere Karten im Königreich dabei besser sind. Zum Beispiel die Elster ist jetzt auch nicht so schlecht. Man zieht noch eine Karte, kriegt eine Aktion. Und wenn die oberste Karte eine Geldkarte ist, zum Beispiel ein Kupfer, nimmt man sie auch auf die Hand und dann ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, auf 5 damit zu kommen. Oder das Fischerdorf, was häufig als eine streng bessere Karte gesehen wird als Silber, denn es gibt einem im Prinzip über zwei Züge verteilt auch die zwei Münzen, die einem das Silber gegeben hätte, kostet einen auch keine Aktion, sondern gibt einem sogar Aktion. Von daher Fischerdorf, wenn das im Spiel ist, denkt dran, es könnte sein, dass es viel besser ist, statt jedem Silber, was ihr kaufen würdet, einfach Fischerdörfer zu kaufen. Welches Problem mit den Dauerkarten sich damit ergeben könnte, würde ich in einem späteren Video noch erklären. Bei Gold ist es so, überlegt, ob es wirklich auch für 5 nichts Besseres gibt. Denn Gold mit seinem Preis von 6, wie gesagt, ist sehr teuer dafür, was es macht. Silber und Gold geben euch keine Zusatzkäufe. Das heißt, selbst wenn ihr mal 4 Gold auf einem Zug zieht, hat euch das fast gar nichts gebracht. Außer dass ihr dann mal die Provinz kaufen könnt. Ja, wenn ihr Gold irgendwie nehmen könnt mit anderen Karten, dann könnt ihr das durchaus machen. Aber passt auch da auf, dass wie gesagt Gold und Silber tote Karten sind, die euch keine weiteren Karten ziehen, die euer Deck ein bisschen dicker machen und es schwerer machen für die anderen Karten, die Synergien haben, wie zum Beispiel ein Dorf mit Aktionen wie Werft. Das machen jedes Silber und Gold, was ihr kauft, macht es ein bisschen schwerer, diese Karten gezielt zusammenzuziehen. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, wie ihr mit Gold und Silber umgeht. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne noch in die Kommentare stellen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin eine, ja, erfolgreiche Dominion-Zeit. Auf Wiedersehen.